Hallo, in dieses Video werden wir zwei Dropdowns erstellen, wo ein Dropdown von einem anderen abhängig ist. In dem Beispiel hier werde ich jetzt einen Dropdown haben für die Marken, wo ich eine Automarke eingebe und dann hier das Modell oder der Typ des Autos in dem Dropdown, das Dropdown ist dann abhängig von der Marke, die ich wähle. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt BMWs wähle, dann sind hier in diesem zweiten Dropdown nur die BMW-Marken sichtbar. Wenn ich hier Opel wähle zum Beispiel, dann werden hier nur die Opel-Marken, die Opel-Modelle sichtbar. Und meine Daten sind hier, man sieht hier, ich habe die Marken in der ersten Reihe gestellt und unter jeder Marke stehen dann die diversen Modelle, die zu dieser Marke gehören. Jetzt, wie macht man sowas? Fangen wir gleich mal erstmal an mit der Marke. Ich gehe über, wie üblich, über Daten. Datenüberprüfung und wähle Liste, gehe dann in Quelle und gehe dann hier zu meiner Datentabelle und ich habe im vorigen Video erklärt, dass man ganze Spalten markieren soll, damit das Updaten der Daten einfacher ist, ohne dass man das Dropdown ändern muss. Ja gut, in diesem Fall, dadurch, dass meine Marken in der ersten Reihe sind, markiere ich die erste Reihe komplett. Okay, und dann auf OK. Und so habe ich jetzt meine Marken schon drin. Und offensichtlich, wenn ich jetzt eine neue Marke hinzufüge, fügen wir mal jetzt mal Opel hinzu mit ein paar Modelle. Astra, Omega, was gibt es noch? Adam. Dann ist diese Marke automatisch hier drin. Okay. So, dann haben wir das erste. Machen wir mal das zweite. Ich mache das auch ganz üblich. Datenüberprüfung, auch wieder über Liste, bei Quelle wieder und dann markiere ich in dem Fall die Opel-Daten und okay. So, und dann funktioniert das auch ganz gut. Jetzt, hier funktioniert das zweite Dropdown ganz gut, bis ich die Marke ändere. Wenn ich jetzt BMW nehme, das ändert sich gar nicht und das ist, hier sind immer noch diese Opel-Modelle. Aber der Grund, warum ich das zweite Dropdown gemacht habe, weil mich die Formel von dem interessiert und deswegen gehe ich hier bei Datenüberprüfung und diese Formel, die kopiere ich jetzt, weil das ist, an dieser Formel werde ich meine ganze Arbeit stützen. So, und dann lege ich das hier, tue sie mal einfügen und machen wir es mal fett, rot und auch größer, sagen wir mal so. Ja, perfekt. Gut, jetzt, das ist jetzt eine statische Formel. Und die bezieht sich auf einen gewissen Datenbereich, D2 bis D4, in der Tabelle Markentypen. Und es wird sich an dem Datenbereich nichts ändern. Was ich jetzt, wenn ich jetzt hier ein Dropdown haben will, das sich mit der gewählten Marke ändern will, dann muss diese Formel dynamisch sein. Das heißt, ich muss einen Weg finden, wie ich diese anstatt D immer quasi eine andere Spalte drin habe, je nachdem, was für Marke ich gewählt habe. Das ist mal das Erste, also die Spalte muss sich ändern. Und zweitens, die hier, diese 4, das ist ja die maximale Zeilenanzahl. Also zum Beispiel Opel hat, oder sagen wir mal, die Opel-Autos, die gehen bis zur Zeile 4, während die BMWs würden bis zur Zeile 8 gehen, die Audis auch. Ford würde bis zur Zeile 5 gehen. Ja? Also, das heißt, ich muss anstatt diese 4, muss auch hier so eine Art dynamische Zahl drinstehen, die sich auch von Marke zu Marke ändert. So, dann fangen wir mal an erstmal mit dieser Spalte. Fangen wir hier an, Markenspalte. Wie kriege ich die Markenspalte raus? Da gibt es eine Funktion, die heißt Vergleich. Die Vergleichfunktion funktioniert so wie ein Telefonbuch. Ich nehme eine Marke und suche, wo liegt diese Marke und was Vergleich mir rausgibt, entweder die Zeile oder Spalte, in wo diese Marke liegt. Ja, und dann fangen wir mal an. Funktionsassistent. Jetzt Marke, die Funktion Vergleich, also jetzt hier findet man die unter zuletzt verwendet, weil ich die zuletzt verwendet habe. Normalerweise findet man die unter alle oder unter Matrix. Und bei Matrix, Vergleich. Hier ist sie. So, jetzt wie beim Telefonbuch, wenn ich jetzt nach Schmidt suche, dann was ist mein Suchkriterium? Schmidt. In dem Fall ist mein Suchkriterium die Marke, weil die, ich will wissen, in welcher Spalte die ist. Wo ist mein Matrix, also wo ist mein Telefonbuch? In dem Fall, mein Telefonbuch ist quasi diese erste Reihe, weil meine ganzen Marken liegen in dieser ersten Reihe. Und jetzt gibt es beim Vergleichstyp, gibt es eigentlich drei Optionen, entweder 0, minus 1 oder 1. 0 benutzt man bei exakte Suche. Also das heißt, ich suche genau nach BMW und deswegen gebe ich hier 0 ein.
So, und da haben wir hier die Spalte 2 und man sieht hier, wenn ich jetzt Audi nehme, ist es die Spalte 1, wenn ich hier Opel nehme, ist es die Spalte 4, was eigentlich genau stimmt. Okay, also das eine habe ich schon. Jetzt will ich diese 4 rauskriegen oder diese maximale Anzahl. Okay, dann schreibe ich mir hier erstmal die Überschrift, Zeilenanzahl. Und hier gibt's eigentlich zwei Funktionen. Anzahl und Anzahl 2. Anzahl zählt alle Zellen, nur die Zellen, wo Zahlen drinstehen, während Anzahl 2 zählt dann die Zellen, also egal was für ein Inhalt drin ist, wird gezählt. Also Anzahl zählt nur die Zellen, wo Zahlen drinstehen und Anzahl 2 zählt, egal, da kann in der Zelle Text oder Zahlen oder so stehen, Anzahl 2 zählt das auf. Und bei uns, da wir eigentlich mehrheitlich Text haben, ist dann Anzahl 2 die geeignete Funktion. Und wo man die findet, jetzt ich habe keine Ahnung, in welcher Kategorie Anzahl 2 ist, deswegen gehe ich über alle und suche mal Anzahl 2, da ist sie. So, jetzt nehmen wir mal die Opels, dann gehe ich hier bei Markentypen und klicke die ganze Spalte Opel. So, und da haben wir 4. Okay, jetzt diese Funktion ist jetzt nicht so optimal, deswegen ich kopiere sie mal und lege sie auch hier und tue sie mal einfügen und mache sie auch fett, rot und auch so groß. Okay. Gut, jetzt man sieht hier das Problem mit dieser Anzahl 2, die wir jetzt hatten, auch wieder sehr statisch, bezieht sich nur auf die Spalte D. Ja, also das heißt, bei Opel stimmt, ist 4, aber sobald ich die Marke ändere, das stimmt dann nicht mehr, weil BMW hat wesentlich, also hat mehr als 4, hat eigentlich 6. Okay? So, das heißt, wie kann ich diese Spalte dynamisch, oder wie kann ich diesen Bezug hier dynamisch gestalten. Bevor ich das zeige, will ich mal was erklären. In Excel gibt es zwei Arten von Zellbezüge. Der eine Typ von Zellbezüge, den wir alle kennen, ist zum Beispiel der hier, zum Beispiel B2, das wäre dann quasi diese Zelle, E19 wäre dann diese Zelle hier, G37 wäre dann G und dann hier weiter runter. Das ist eine Art von Bezug. Da gibt es eine zweite Art von Bezug, das ist der ZS-Bezug. Und das geht nach Zeile, Spalte. Das heißt, zum Beispiel B2 wäre dann Zeile 2, Spalte 2. E19 wäre dann Zeile 19 und Spalte 1, 2, 3, 4, 5, Spalte 5. G37 wäre dann Zeile 37, Spalte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Okay? So, eins von deinen zwei Formate kann man in Excel benutzen. Natürlich, die meisten von uns benutzen diese B2, E19 Formate, weil die sind ja wesentlich einfacher zu verstehen. Aber die kann man auch benutzen. Und jetzt in unserem Fall hier bevorzuge ich diese Formate, diese ZS-Formate, weil, vor einem einzigen Grund, weil meine Spalte kommt als Zahl raus und nicht als Buchstabe. Okay? Natürlich könnte ich auch, jetzt zum Beispiel eine Art Mini-Tabelle erstellen, wo sowas drin steht. So, und dann hier stehen die Zahlen, die Spaltenzahl, und dann hier bei jeder Zahl steht dann ein Buchstabe. Und ich kann dann mit einer Funktion so machen, dass das bei Spalte 2 kommt dann der Buchstabe B oder sowas. Das könnte ich locker machen. Aber ich will mal diese Mühe ersparen und deswegen benutze ich diese ZS-Formate. Und jetzt mein Ziel ist, erstmal bevor wir anfangen, tun wir mal dann unsere Bezüge, die wir jetzt hier haben, tun wir mal die von diesem üblichen Excel, Zellbezüge in diese ZS-Bezüge umwandeln. Dann kopiere ich das mal kurz hier, mache es blau. So, blau eigentlich. So, jetzt, was ist D? D ist eigentlich Spalte 4. Also anstatt D schreibe ich hier S4 und bei dem zweiten D genauso. So, das ist das. Jetzt tue ich vielleicht ein bisschen mehr nach rüber ziehen, dass man es genau so. Und hier genauso kopiere ich das so runter und mache das auch blau. Und hier anstatt der D2, vergiss mal die Dollarzeichen, die sind jetzt für diese Sache nicht relevant. D2 ist eigentlich nichts anderes als Zeile 2, Spalte 4. Und hier diese D4 ist dann nichts anderes als
Zeile 4, Spalte 4. Okay? So. Und jetzt muss ich quasi, diesen Zellbezug oder diese Formel hier, das hier, muss ich jetzt nachahmen. Okay? Und wie man so Zellbezüge oder ganze Zellbereiche nachahmt, ist mit der Funktion indirekt. Ja, und ich zeige es hier, wie es geht. Und zwar, ich gehe hier rein, Funktionsassistent. Jetzt die Funktion indirekt findet man auch unter Matrix. Indirekt. Und da geht's los. Jetzt, ich tue diesen Bereich innerhalb der zwei Klammern nachahmen. Also, es fängt an mit Text. Text kommt in so Gänsefüßle. Also, Gänsefüßle auf. Marken, Typen. Dann Ausrufzeichen. Das S kann ich noch reinschreiben. Aber jetzt diese 4, die will ich nicht reinschreiben, weil sonst habe ich ja nichts erreicht. So, dann mache ich Gänsefüßle zu. Und dann kommt so ein Und, so ein Buchhalter Und. Und dann, wo ist jetzt meine Spalte? Ja gut, meine Spalte ist hier. Also klicke ich auf die Zelle. So, ich stehe es da. So, und dann kommt dieser Doppelpunkt und das S, also nochmal Buchhalter und, Gänsefüßle auf, Doppelpunkt, S, Gänsefüßle zu und wo ist jetzt die Spalte wieder? Hier wieder. So, und man sieht jetzt, ich habe jetzt genau dasselbe Format wie das hier. Genau dasselbe. Okay? So, jetzt kommt nur noch das zweite Feld. Hier gibt man entweder wahr oder falsch. Wenn man ZS-Bezüge benutzt, gibt man falsch ein. Wenn man so diese B2E19-Bezüge verwendet, gibt man wahr ein. Aber dadurch, dass wir ZS-Bezüge benutzen, gibt man hier falsch ein. So, und okay. So, jetzt haben wir diesen Teil innerhalb der Klammern. Jetzt fehlt mir nur noch der Teil vorne, diese Anzahl 2 mit Klammer auf und die abschließende Klammer. Also, dann klicke ich hier rein und schreibe das manuell rein. Anzahl 2, Klammer auf und hinten Klammer zu. So, jetzt habe ich hier 4, also genauso wie hier. Ich mache es mal noch blau und fett, dass man das auch leichter erkennt. Auch vielleicht ein bisschen größer. So, bingo. Jetzt, okay, 4 ist wie hier, ist kein Problem. Jetzt gehen wir mal auf BMW. Man sieht hier, BMW habe ich jetzt 6, was eigentlich richtig ist. Während hier, das bleibt ja immer noch auf 4, weil es ja, wie gesagt, statisch ist. Aber das ist jetzt richtig. Wenn ich jetzt gehe auf Ford, ist 5, Opel 4. Und Audi 6. Also das stimmt. Also dann brauche ich diese statische nicht mehr. Ich habe jetzt diesen Teil hier, diese Endzeile, die habe ich jetzt festgelegt. So, und die kann ich da dann hochschieben. Das ist jetzt die Zeilenanzahl. Markenspalte habe ich auch automatisch. So, jetzt kann ich eigentlich diese Formel in Blau nachahmen, indem ich auch wieder mit indirekt arbeite. Also, dann gehe ich mal hier rein, rufe die indirekt wieder auf. Und indirekt. So, jetzt hier der Bezug ist dann quasi wie gehabt. Das ist, fängt an mit Text, also ganz ein bisschen auf. Marken, Typen, Ausrufzeichen. Dann Z2. Z2 kann ich ruhig eingeben, weil alle meine Modelle, ich zeige es mal kurz, alle meine Modelle fangen in Zeile 2 an. Okay, also man sieht hier, wenn ich jetzt zu Markentypen gehe, alle Modelle oder das erste Modell steht immer in Zeile 2. Also kann ich ruhig Zeile 2 so innerhalb der Gänsefüßle eingeben, weil das wird sich nie ändern. Also zumindest nicht bei dieser Tabellenstruktur. Okay? So, das heißt, machen wir es nochmal geschwind. Indirekt. Okay, Gänsefüßle auf. Dann Marken, Typen, Ausrufzeichen. Dann Z2. Und das S kann ich noch eingeben. Und dann aber Gänsefüßle zu. Und jetzt, wo ist meine Spalte? Wo kriege ich diese 4 hin? Okay, das ist jetzt in dem Fall die 1 hier. Okay? Also da die Markenspalte. So, da habe ich den Teil hier. Jetzt kommt der Doppelpunkt. Also wieder ein neuer Text. Also und dann Gänsefüßle auf. Doppelpunkt. Das Z gebe ich noch ein. Gänsefüßle zu. Und jetzt, wo ist meine maximale Spalte oder Zeilenanzahl? Das ist dann die hier. Okay. Und dann wieder und Gänsefüßle auf. Da kommt jetzt noch das S, das letzte S. Gänsefüßle zu. Und wo ist jetzt meine Spalte? Erneut hier. So, und dann sieht man, ich habe quasi ein identisches Format. Markentypen, Z und so. Ist klar jetzt, dass hier bei mir steht S1, ja, weil ich jetzt die Audi markiert habe. Ne? Wenn ich jetzt Opel hätte, würde hier auch Z4 stehen. Also ist das Format schon richtig. Und der Unterschied hier, das ist sehr dynamisch, bezieht sich auf diese zwei Zellen, während das hier ist ziemlich statisch. Okay, so und dann hier, dadurch, dass wir wie gehabt auch das ZS-Format benutzen, gebe ich hier falsch ein. Also falsch. Nee, falsch geschrieben. So, jetzt stimmt das.
Und okay. So, jetzt hier steht Verb, das interessiert mich nicht. Mich interessiert nur diese Formel, weil ich kopiere diese Formel und klicke hier rein, gehe zu Daten, Datenüberprüfung und hier diese alte Formel, diese statische Formel, die lösche ich und füge jetzt diese neue Formel ein. Und okay. So, und jetzt, wenn ich jetzt BMW wähle, habe ich dann die BMW-Typen. Wenn ich jetzt Ford wähle, habe ich die Ford-Typen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Audi wähle, habe ich dann die Audi-Typen. Okay, man sieht hier, das ist jetzt sehr dynamisch. Und das Schöne daran ist, wenn ich jetzt weitere Marken hinzufüge, also zum Beispiel füge ich mal Ferrari. Und ich kenne jetzt keine neuen Modelle, ich nehme mal alte Modelle, die ich kenne. Testarossa zum Beispiel, 308, 412. So, dann sieht man, automatisch ist jetzt nicht nur Ferrari drin als Marke, sondern die Modelle sind dann automatisch auch drin. Oder wenn ich jetzt neue Marken hinzufüge, zum Beispiel beim BMW, was weiß ich, X3, X5, ja, dann sind sie, wenn ich jetzt BMW hier nehme, sind die neuen Modelle auch drin. Also man sieht hier diese Methode, obwohl jetzt ein bisschen kompliziert, weil man muss ein bisschen rechnen, bevor man das zweite Dropdown macht, ist diese Methode sehr flexibel, weil jetzt stehen die zwei Dropdowns, ich muss nichts mehr an den zwei Dropdowns machen. Ich kann jetzt unendlich viele Marken hinzufügen und für jede Marke unendlich viele Modelle hinzufügen. Kein Problem, die Dropdowns funktionieren immer. Okay? So. Das einzige Problem bei den Dropdowns, was ist, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine andere Marke wähle, Ford, dann bleibt das immer noch auf den alten Inhalt. Ja, das ist normal so bei Dropdowns und das kann man dann mit VBA beheben, dass mit einem VBA-Code hier entweder nichts steht oder dass man hier einen Standardwert für die, von der, zum Beispiel von der neuen Marke da drin steht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel die Marke ändere, kann man mit VBA sagen, okay, jedes Mal, wenn ich die Marke ändere, soll der erste Eintrag in der Dropdown dann automatisch drinstehen. Kann man so machen. Aber das ist aber eine Automation, die nur mit VBA erreichbar ist. Mit einem Dropdown kann man das nicht machen. Das Dropdown ist nur da, das zweite Dropdown ist nur, zeigt nur die Modelle der gewählten Marke. Und das macht es ja hier. Ne? Also wenn ich jetzt Ford gewählt habe, jetzt kommen die Ford-Modelle. Okay? So, was man jetzt noch machen kann als letzte Schritte, man kann jetzt das sauber machen. Ich brauche diese ganze Formel gar nicht. Das war ja nur zur Erklärung, also kann ich hier löschen, das brauche ich auch nicht. Warum ich die Formel hier reingeschrieben habe, ich habe sie hier reingeschrieben, weil hier in der Zelle die reinzuschreiben ist wesentlich einfacher, als wenn man hier bei Datenüberprüfung, als wenn man die hier reinschreibt. Okay, das ist der einzige Grund, warum ich die in der Zelle geschrieben habe. Aber wenn einer sagt, nö, hier gefällt es mir ganz gut zu schreiben, okay, kein Problem. Ne? Deswegen brauche ich die nicht mehr. So. Und da habe ich nur die zwei, die brauche ich offensichtlich, weil meine Formel in dem Dropdown bezieht sich auf die zwei Zellen. Jetzt, was man hier machen kann, man kann entweder diese zwei Spalten ausblenden oder eine viel bessere Option ist, dass man diese Kalkulation in ein separates Blatt ablegt und dann dieses Blatt ausblendet. Warum? Weil meistens, wenn man solche Anwendungen aufbaut, solche Excel-Anwendungen, meistens ist es so, dass man mehr als zwei Dropdowns hat. Ja, und meistens hat man mehr als ein abhängiges Dropdown. Ja, das heißt, es gibt dann mehrere Kalkulationen als nur die zwei. Deswegen wäre es sinnvoll, dass man diese Kalkulationen in ein Blatt ablegt und dann dieses Blatt ausblendet, so dass die User, sei es, wenn ich jetzt mein eigener User bin oder andere User, müssen dann diese Details und diese Kalkulationen nicht sehen. Ja? Und deswegen legt man dieses ab und dann hat man hier funktionierende Dropdown. Das Schöne daran ist, der User kann x Marken hinzufügen und x Modelle, ohne dass er jetzt eine Ahnung hat, wie dieses Dropdown funktioniert. Alles, was er wissen muss, ist, er kann hinzufügen, was er will, und diese Dropdowns aktualisieren sich automatisch beide, und dass das zweite immer von dem ersten abhängt.